Gummo Gummo und hallo, wir sind hier bei einem leckeren Unboxing und heute mit einem ganz besonderen Schmackofatz. Oder sollte ich lieber sagen, mit zwei leckeren Schmackofatzen. Es geht sich nämlich heute um die geheiligten The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Amiibos für Zelda und für Ganondorf. Ich habe das Glück erhalten, sie freudigerweise in die gierigen Hände zu bekommen und ich werde mir sie heute einverleiben. Wir werden heute das tun, was in den heutigen Zeiten, for real, kaum jemand tut. Und zwar die aufmachen. Es wird sehr ehrenlos werden, ja. Wir kämpfen gegen die Scalper-Betrügereien und gegen die Preise von 50 Euro und so weiter. Und deswegen werde ich das hier benutzen, wie man es tun sollte, laut Nintendo. Auf dem Nintended Way. Es wird ehrenlos werden. Kommen Sie dementsprechend sehr gerne heran mit einem Daumen nach oben. Das würde mich sehr beglücken und sehr unterstützen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut gerne mal raus. Habt ihr diese Amiibos schon in die Hände bekommen? Und wenn ja, wie viel habt ihr dafür bezahlt? Ich habe für beide, muss ich euch direkt mal sagen, für beide 50. Okay, das war aber auch so ein Halsabschneiderpreis, muss ich wirklich sagen. Grüße gehen raus. Und ich habe aber auch gehört, die beiden werden schon teilweise für mehr als 25 Euro pro Amiibo-Stück verkauft. Also ich habe schon Preise gesehen von 40 bis 50 Euro. Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und wie gesagt, deswegen machen wir heute das, was das einzig Richtige ist, und zwar die aufmachen. So sieht das aus. Apropos, so sieht das aus. So sieht Zelda aus. Sie hat das zerbrochene Masterschwert in der Hand. Es sieht allerdings auch ein bisschen gelblich aus, oder? Irgendwie so ein bisschen, als wäre das so Slime, so Nickelodeon-Slime. Gucken wir mal ganz kurz auf die Rückseite. Wir werden sie auch gleich natürlich in Gänze rausholen und sie betrachten. Wir haben hier natürlich einige Items, die uns auf unserem Abenteuer helfen können. Und zwar einmal dieses Schwert hier, was man sehen kann. Und ein Gleiter, wie es aussieht. Oder beziehungsweise ein Gleiter-Garment, also so eine Art Gerbstoff für ein Gleiter, I guess. Und eine Truhe ist abgebildet, aber ich glaube, das kommt aus der Truhe raus. Und ich glaube, das sind auch schon wirklich alle Bonusinhalte für Zelda. Ja, und damit schauen wir uns mal die Verpackung von Ganondorf an. Ganondorf hier in seiner Olla-Form, also der Dance-Move-Bruder. Ihr seht, er sieht sehr gefährlich aus, sehr atemberaubend, könnte man sagen. Man hat jederzeit Angst, dass er gleich aus der Verpackung springt, um uns mit seinem Messer eine reinzubonken auf den Kopf. Muss man auch sagen, da ist Ganondorf natürlich noch fair. Er weiß natürlich, ich hätte gar keine Chance gegen ihn, deswegen gibt es nur einen kleinen Bonk ab ins Horny Jail. In dem Sinne, was haben wir sonst noch so hier? Wir haben, glaube ich, das Ganondorf-Schwert. Ja, ihr wisst, ne, diese Ganondorf-Gloom-Klinge quasi, die dafür sorgt, dass wenn du Gegnern Schaden machst, dass dir Herzen abgezogen werden. Dazu auch noch ein Gleiter, wie es aussieht, beziehungsweise auf jeden wieder der Ganondorf-Gleiter, meine Freunde, wahrscheinlich, ne? Der Gerbstoff für den Gleiter von Ganondorf. Schauen wir uns ihn nochmal in hochauflösend an. Oh ja, das ist das, was wir sehen wollen. Und man sieht natürlich ganz klar Nintendo wieder mal mit dem Auge fürs Detail. Ganondorf wirklich höchst detailliert und sehr schön bemalt. Ich hoffe, die Leute, die diese Figuren bemalen, werden gut bezahlt, Nintendo. Ansonsten hier aber auch nochmal der scharf gestochene Blick auf Zelda. Und das Schwert, also for real, ist es abgebrochen. Also es ist so ein bisschen gebogen, kann das sein? Und ich denke, das liegt halt daran, dass es eben dieses, ja, dass es in diesen zerbrechlichen Zustand kommt, wie wir es ja aus dem Anfang von Tears of the Kingdom kennen. Na klar. Ja, ich würde sagen, wir machen die auf jetzt. Ich mache die wirklich hier ganz leicht mit meinem guten alten Messer auf, ne? Das Messer, es ist wunderschön. Kaum ist es hier, schon ist es schon da. Ja, Bruder. Es kann zaubern auf jeden Fall. Es ist das heilige Bandschwert, das auch schon die ein oder anderen, ja, Ableismus-Banausen ordentlich gestitcht hat. Auf ganz süß angelehnt, aber muss man dazu sagen, ne? Von daher versuchen wir das natürlich hier genauso zu tun. Auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es komplett offen. Und kennt ihr das, wenn ihr eine Amiibo-Packung aufmacht und, well, dann reißt ihr das auf. Oh,
Oh, und das ist der Rare-W-Moment. Es geht direkt auf normalerweise 1 in die Comments oder F an der Stelle natürlich, wer das kennt. Ihr reißt die Packung von hinten auf und ihr habt hier diese Papierreste aber noch komplett übergezogen und müsst das dann nochmal auf Cringe abreißen. Unangenehm, aber da haben wir auch schon die Bruderin unseres Vertrauens und ich würde sie am liebsten auch hier drin lassen. Wait a second, ganz kurz. Wo ist dieses Metallstück? Dieses Metallstück, das verhindert, naja, dass du die Amiibo noch in der Packung einscannen kannst. Ist das umgeändert worden, maybe? Also, ganz ehrlich, ich probiere das mit Gendorf gleich mal aus. Also, I don't know, ich lasse mich doch hier nicht abziehen. Dann lasse ich die Packung doch trotzdem lieber zu, weil ihr seht, hier ist gar nichts. Ja, hier ist halt, wie gesagt, nicht dieser kurze, dünne Metallstift, oder wenn man das überhaupt so nennen kann, der quasi hier so über die Amiibo geht. Finde ich schon ein bisschen sass. So, damit sieht die Packung auch aus so gut wie neu. Und hier haben wir Zelda, die alte Bruderin. So, und da hätten wir sie auch nochmal im Fokus. Spinnen sie einmal um 360 Degrees. Auch sehr, sehr schönes Detail, wie sie das Schwert nochmal an der Hand hält, oder? Oh Gott, jetzt kommt der cringehafteste Moment. Ich muss sie so spinnen, dass sie mir nicht von der Hand fliegt. Oh mein Gott. Aber ganz kurz. Zack. So. Ne? Stark. Hier natürlich nochmal als Befestigung das dünne Stück Plastik. Da würde ich auch aufpassen. Vielleicht ist es aber auch so, dass bei solchen wirklich sehr unsicheren Amiibos, ihr seht ja, Zelda rastet komplett aus gerade. Link, lass mich in Ruhe. Link. Und bevor wir jetzt zu Ganondorf kommen, ich will einmal ganz kurz ausprobieren, ob ich ihn auch mit Verpackung einscannen kann. Ja, okay, also irgendwie scheint es dann doch nicht zu gehen. I don't know. Also ich halte zumindest den Joy-Con dran und es passiert nichts. Also von daher, ey yo, kann sehr gut sein, dass wir es erstmal aus der Packung holen müssen, right? So, damit hätten wir das auch geschafft. Und jetzt ist natürlich die Frage, schaffen wir es hier, die Packung aufzureißen? Naja, ohne diesen nervigen Papierfilm zu hinterlassen, von dem ich gerade gezeigt habe. Und ja, das ist genau das, was in 99,9% der Fälle passiert. Danke, Nintendo! Weil jetzt ist der gesamte Background nämlich im Arsch. Hier ist noch alles in Ordnung, weil es quasi mit der richtigen Seite abgezogen worden ist und nicht von der inneren Seite, die jetzt quasi, naja, hier dran ist und eigentlich kaputt ist. Also ich kann das jetzt abziehen oder kaputt machen, ist eigentlich vollkommen egal. Ja, das war's dann wohl, ne? RIP-Hintergrund an der Stelle. RIP-Hintergrund. Aber, ne, was willst du machen? Wir ziehen ihn hinaus. Okay, ich glaube, wir müssen das hintere zuerst wegziehen. Oh! Oh mein Gott, das hat sich mega falsch angefühlt, holy. Aber nun denn, da wäre der Bruder mit uns vereint. Bruder, und ich muss echt sagen, er ist maximal mächtig. Er ist maximal muskulös und besorgniserregend. Hier haben wir auch seine furchterregende Klinge. Ja, die zum Glück, muss man sagen, in seiner Schwerttasche oder wie man das nennt, verstaut ist. Maximal ehrenloser Bruder, wirklich. Sehr, sehr gute Arbeit. Sehr, sehr gute Lackierarbeit hier an der Stelle. Sieht wirklich sehr schön designt aus. Und natürlich noch ganz klar für die Brüder und Schwestern der Fuß-Content. Das gibt's auch ganz ohne Onlyfans. Und da hätten wir sie, die beiden, nochmal in einem Close-Shot vereint. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, ob wir die beiden Amiibos auch eingescannt kriegen. Ja? Nicht, dass ich wirklich vielleicht gerade Probleme mit meinem Joy-Con gehabt habe und ich hätte sie auch in der Packung einscannen können. Ich werde diesen Gedanken nicht los. However, wir fangen an. Wir introducen, wir beginnen mit die Zelda-Amiibo. Ja gut, RIP an den Greenscreen. Also ich will damit sagen, es sah scheiße aus. Anyway. Oha. Oha. Die Kameraperspektive hat sich gerade sehr komisch umgestellt, aber wir haben einige sehr coole Items. Rüstgras, eine Ausdauergnolle, Hyrule-Gras, Glutkraut, Frostkraut und noch mehr Glutkraut. Danke, Nintendo. Oh, und hier ist noch was hingeflogen. Richtig weird irgendwie. Junge, der Joy-Con, er hat maximalen Überdrift. Was ist los? Ein Opal.
Okay, ich glaube, wir müssen jetzt wahrscheinlich einen Tag warten oder so, um sie dann wahrscheinlich nochmal einzuscannen und dann kriegen wir vielleicht das seltene Item. Also, ich hatte vollkommen vergessen zu sagen, ja, es ist natürlich sehr gut möglich, dass, wenn ihr die einscannt, ihr nicht beim ersten Try das seltenste Item kriegt. Was schon eine Frechheit ist, weil, klar, das macht sie langlebiger, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem ganzen System. Das macht die Figur langlebiger, das heißt, du benutzt sie öfter. Du machst öfter vom NFC-Gebrauch, aber come on, gib doch alles. Was ist denn dein Problem, Nintendo? Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu Ganondorf. Der Bro wird er, oh mein Gott, der wird sogar relativ gut dargestellt, trotz Greenscreen. Obwohl der so eine grüne, dunkelgrüne Haut hat, oder? Stark, stark. Und jetzt der Einscanner. Kommen Sie heran, Bro. Oha. Ja, das ist tatsächlich wild. Und davon distanziere ich mich. Das Königsschwert. Oha, oha. Es ist aber leider, was soll ich sagen, auch nicht das, was ich erwartet hatte. Und damit wäre es das, ne? Damit wäre es das tatsächlich. Das sind die Boni, die ich an Tag 1 aus den beiden Amiibos bekommen habe. Und was soll ich sagen? Scam. Scam, Scam, Scamtendo HD. Und das ist gar nicht je. Was habt ihr, falls ihr sie bekommen habt, falls ihr sie besitzt und eingescannt habt, was habt ihr beim ersten Drop aus ihm bekommen? Ich weiß, by the way, nicht, was man bekommt, wenn man die in Breath of the Wild einscannt, aber wahrscheinlich nichts allzu Besonderes. I don't know, halt irgendetwas wahrscheinlich, das Nintendo einordnen würde als nicht identifizierbare Zelda-Amiibo oder generell Amiibo. Also ja, ich weiß nicht, ob man in Breath of the Wild aus denen etwas Gutes kriegen würde. Wahrscheinlich aber nicht. Das wäre es aber anyways von dem Unboxing, dem Hands-on und dem Einscanning, wenn man das so sagen kann. Vielen Dank fürs Zuschauerisieren bis zu diesem Punkt und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Zelda.